So, Kinners. Meine Tastatur geht nicht. Ja, okay, das muss ich mir jetzt dann irgendwie merken. Ja, wir müssen noch zu Luminos. Luminos, Luminos. Keine Ahnung. Ja. Oder das habe ich keine Ahnung. Ich fahre nur eins. Ich tue weder das eine noch das andere. Also ich habe weder Ahnung davon, noch fahre ich eins. Aber um ehrlich zu sein, will ich es auch nicht. Ich glaube, ich fände das viel zu stressig, allein diesen ganzen Versicherungskram und sowas. Und ich habe früher schon immer gesagt, ich hätte viel zu viel Angst, so viel Verantwortung zu haben und ein Auto zu fahren, was da alles passieren kann. Und die Leute fahren immer bekloppter, da habe ich auch keinen Bock drauf, mich jedes Mal drüber aufzuregen. Also ich sehe das ja selber, wenn ich mit meinem Vater unterwegs bin oder so und das, oh, nee, muss ich nicht haben. Jetzt läuft er wieder weg, der Fischmann. So. Ich hab's wieder vergessen. Ich muss doch diese Quest dort erst erledigen. Ja, kein Auto. Ich habe nicht so viel Ahnung davon. Ja, oder so. Angelcheck. Der Angelcheck ist immer noch das beschissenste überhaupt. Einfach fünf hintereinander? Okay. Ach, guck mal. Ist ja cool. Da oben ist auch noch was. Ach. Ja, und sonst? Weiß gar nicht. Vielleicht ist das ja noch gar nicht. Weiß generell noch gar nicht. Ich weiß es einfach noch nicht. Wisst ihr? So. Ich weiß nicht, was ich nicht weiß, aber ich weiß es halt nicht. Weißt du? Ist halt so. Aber ich freue mich echt darauf, morgen den Tag zu Ende zu haben, ne? Ah, Ballon, da kriege ich auch nochmal ordentlich Punkte. Auch wenn es nur morgen so ein kurzes Gesprächstermin-Stings ist, aber... Ne? Ihr wisst schon. Hallo? Achso, ist ja plus 3. Der Verkehrsstress auch nur einen Tag ohne Fahren ist viel schöner. Ja, kann ich mir vorstellen. Waren wir schon bei ihr? Ja doch, da haben wir das Rezept bekommen. Woran? Ja, also wie gesagt, ich merke das halt, wenn ich mit meinem Vater unterwegs bin und er regt sich halt sehr viel auf und ich reg mich dann auch auf und also weil ich bekomme das ja mit, wie scheiße die Leute fahren und man ist halt wirklich, also wir haben wirklich fast jedes Mal das, also wir haben einmal die Woche, dass uns ein Radfahrer fast reinfährt, weil der irgendwo plötzlich rausgeschossen kommt oder weil er meint, dass er plötzlich mitten auf der Straße abbiegen muss. Und wir haben das sehr oft, dass halt Leute dann wirklich wie Sau fahren, dass wir da halt auch fast, dass sie zum Beispiel plötzlich stoppen oder... Weiß ich nicht.
nicht richtig weiterfahren, dass man dort dann abbiegen kann oder was auch immer. Solche Sachen halt. Letztens hatten wir das so, wir wollten auf den Parkplatz fahren und plötzlich kommt da so eine angefahren von der anderen Seite. Und die hat sich dann quer auf den Parkplatz gestellt, so. Und wir standen dann so, jeder so halb auf dem Parkplatz. Und die ist dann ausgestiegen, hat dann so mein Vater so angemacht. Und dann so, hä, wir stehen doch so gut wie auf dem Parkplatz, wir müssten nur geradeaus fahren. Und sie müsste da erstmal zigmal da hin und her rollen. Hat er einen Panzer oder einen Motortruck, da kannst du überall drauf fahren. Das ist eine Idee, das sollte ich machen. Also ich habe keinen Führerschein, aber braucht man dafür einen Führerschein für einen Panzer? Glaub nicht. Erinnert mich irgendwie so an die alten Tage, wenn mein Vater von der Bundeswehr erzählt. Da ging's wohl ab. Das waren noch Zeiten. Ich bin froh, dass ich dich zum Bund musste, ne? Ich wäre auch nicht hingegangen. Ich glaube, ich wäre auch nicht ich hätte auch nicht gedurft. So, war das. Die Menschen alle nur in den Tunnelblick und nur sie allein. Also das Krasseste ist auch, was ich hier, ich lese momentan so oft irgendwie solche Sachen, wo Leute am Drängeln sind. Und obwohl die Person davor halt wirklich normal fährt. Und dann die hintere Person dann irgendwann überholt und dann vom Blitzer erwischt wird. Das höre ich so oft in letzter Zeit. Ich kenne auch Leute, denen das passiert. Also ich kenne auch von Leuten, die sagen, dass denen das passiert ist. Und ja, ich guck. So, und das Krasse ist halt, dass so viele in den Kommentaren schreiben, dass der scheiß Schleicher schuld ist. Und dann sagen Leute, ey, der ist doch genauso schnell gefahren, wie er soll. Ja, ist viel zu langsam. Hä? Also ich bin jetzt kein Autofahrer, aber ich weiß, wenn da steht, du sollst 70 fahren, dass du dann nicht 80 oder 90 fahren sollst. Aber in dem Fall sind angeblich die Leute schuld, die richtig fahren sollen. Und dann, das kann doch nicht wahr sein. Das haben wir übrigens auch jedes Mal, wenn wir fahren, dass jemand hinter einem ist, der am Drängeln ist. Da musst du eigentlich nur spontan abbremsen. Dass der in einem reinfährt. Weil zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendwas auf der Straße ist oder so. Da gibt es ja diesen, du musst ja einen bestimmten, hier, Bremsweg Einheit. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Wisst schon, was ich meine. Dass wenn gebremst wird, dass man Bremsweg. Oh. So, warte mal. Genau, alphabetisch muss ich das machen. So, und jetzt gucken wir mal. Wir haben zum Beispiel vom Königslachs kein Modell. Das ist doch schon mal eine schöne Sache. Nehmen wir den schon mal mit. Wer ist Panzer, wenn es einen echten Mammutpanzer gibt? Mammutpanzer, was ist das denn? Klingt irgendwie wie so ein Ding aus Warhammer oder so. Königslachs. Bitteschön. Wird oft überholt, obwohl ich richtig fahre, genau. Man kann den Abstand berechnen, der halbe Tacho. Halbe Tag von einem. Das ist auch interessant. Command & Conquer. Oh. Boah, ich hätte so Bock, mal Command & Conquer zu spielen. Ich muss mal schauen, ob ich davon die. Das N64-Spiel mal irgendwann kriegt, weil das ist cool, das ist echt cool. Das hatte ich mal gespielt. So, dann schauen wir mal. Bitterling, 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 Döbel, 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 Karausche, 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 Karausche. Karpfen, 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 Karpfen. Sag ich so viele Karpfen? Koi, Karpfen. Kilifisch, Flusskrebs, Kaulquappe,
Was habe ich denn jetzt da mitgenommen? Moment. Da habe ich jetzt aber keine Schildkröte mitgenommen, oder? Ne, ein Flusskrebs, okay. Wo man einen Flusskrebs her hatte. Bachschmerle. Einer weg. Katzenmilz kann auch einer weg. Sonnenbarsch. 2, 3. Flussbarsch, Barsch. Oh, das. Nee. Krabbe, Guppi, Skalar. Oh, guck mal. Um Seepferdchen haben wir ein paar. So, Tasche voll. Obwohl, ein paar Fische sind das noch tatsächlich. Ich glaube, so viel haben wir auch gar nicht mal ein Geld in der Tasche. Besonders vom Teil, vom ersten Teil, die N64, ist die einzige Version mit so einer Grafik, selbst für Z, nur 2D Pixel Optik. Ah! Dreidimensionaler, ah! Döbeldeal, klingt spitze. Ich finde diesen 2D-Stil eigentlich auch total cool. Nee, ich hatte das mal von einem Kollegen ausgeliehen und ich habe halt, mit denen habe ich aber auch schon Jahre keinen Kontakt mehr. Das war so das Einzige eigentlich, was ich so gespielt habe da von diesen ganzen Sachen. Weil ich das deswegen eigentlich mega interessant fand und auch schon lange am Überlegen bin, ob ich mal gucke. Ich glaube, die neuen Sachen sind alle nicht so geil. Obwohl, da gibt es so einen Remaster, ne? Hast du, glaube ich, mal gesagt. Ich glaube, das ist ganz okay. Ja, mal gucken. Auf andere Art, ich würde auch gerne mal weiter hier die Star Wars Age. Ach, nicht Age, wie heißt das hier? Star Wars. Wie heißt das hier? Irgendwas Empire Draw? Ist das so? Finde ich eigentlich auch ganz cool. Wieder voll. Es sind noch einige Fische unterwegs. Gibt das StarCraft 1 auf dem N64, aber kann man in Australien raus? Dann bin ich da eh raus. Ich will mal gucken, ob ich, gestern war ich in so einem Laden, dort haben die solche Spiele auch verkauft, so einen An- und Verkauf. Und ich wollte dort eigentlich, weil die hatten eine richtig lange Zeit Metroid Prime, und ich wollte gucken, ob die es da noch haben. Haben die natürlich nicht, die hatten nur Teil 2. Aber ich habe erst überlegt, weil die auch andere Lizenzspiele hatten. Und ich würde halt mega gerne mal so ein paar Lizenzspiele mitkaufen, weil ich die einfach geil finde, so, weil die so bescheuert sind. Ich guck mal kurz, ob ich erstmal ein paar andere Fische mitnehme. Da wollte ich mir erst das Hobbit-Spiel zum Beispiel kaufen und so, also das wäre schon cool gewesen. Wie viele Kaiserschnapper ich einfach auch habe. Die bringen jetzt auch nicht gerade wenig. So, ich glaube, mehr war das nicht. Ist das genau voll? Nee, leider nicht. Egal. Ich hab Fisch. Eigentlich lohnt sich das ja, wenn es regnet, dass man Fisch angelt. Also viel Geld bringt das heute gar nicht. Haben das irgendwie runtergesetzt? Also ja, wir haben ein bisschen Geld bekommen, aber irgendwie so, dass hier zu sagen würde, yo, das hat sich gelohnt. Ich weiß nicht. Und wenn es regnet, kommen halt andere Fische raus.
Ich habe das Gefühl, ich reiß bald wieder die Insel ein, ne? Ist da mehr bei Regen? Ja, da kommen mehr Fischer. Und Regenwürmer! Das ist... Also im Real Life. Ich weiß gar nicht, ob das... Ich denke, das ist auch im Real Life so, ne? Dass mehr Fische kommen, wenn es regnet. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ach so, es gibt auch, ich glaube hier der Quastenflossler, das ist ja der seltenste Fisch im Spiel, der kommt glaube ich auch noch raus, wenn es regnet. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und den haben wir tatsächlich auch erst in den ersten Wochen, glaube ich, von dem Spiel habe ich den gefangen. Wo ich so gedacht habe, ach, so schlimm ist das ja gar nicht. Ich glaube, ein Thunfisch, habe ich mich erschreckt, ich glaube, ein Thunfisch und so hatte ich da auch. In Australien kam die einzige Poll-Version raus, ansonsten die NTSC-Version. Ah, okay, hätte ich mich jetzt auch schon gefragt. War nur in einem Land ist schon echt krass, besonders so ein Spiel, aber okay, NTSC, ja. Was ist los, Liliana? Sie will heute ausziehen. Also jetzt wieder vergessen, okay. Ja, wir können ja ein bisschen angeln heute. Das ist so gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das ist so auch ein bisschen mit Resident Evil. Da kann man ja auch irgendwie ein paar Teile für die N64, ich glaube ein oder zwei Teile, ich weiß es gar nicht mehr. Und die kriegt man aber auch nur in der ausländischen Version. Aber ich weiß nicht, ob ich meine, es war Paul auch. Oder Pal, wenn man es nennen will. Ach, guck mal, ein Schnabelbarsch. Sehr, sehr schön. Ich sollte vielleicht mal eine Liste führen, auch mit diesen ganzen Statuen, die ich schon habe. Die Sammelfische. Dass ich die nur noch abhaken muss. Und dann kann ich die wirklich dann irgendwann ins Haus alle abstellen. Ich behalte trotzdem immer drei. Habe ich mir jetzt irgendwie so angeeignet. Aber Angeln ist auch voll entspannt hier im Spiel, ne? Also früher habe ich nur geangelt in dem Spiel. Achso, mit Insel einreißen. Shit. Zeige ich euch gleich. Vision Wild World habe ich als Deko genutzt. Ist auch cool. Dekorieren kann man damit auch cool. So, nämlich, hier ist ja ein Fluss und eigentlich sollte der nach oben gehen und in der, wer die ganz alten Streams hier noch mitgeguckt hat, beziehungsweise auch die alten Videos guckt. Ich wollte das so machen wie so eine Art Viereck hier links unten. Dass man hier halt hochgeht und hier ist ein Fluss und der führt hier lang. Oder halt höher. Oder nee, ich glaube, genau das war bis hierhin. Wegen den Steindrücken, Steindingern. Und dann könnte man immer hier im Kreis laufen und Fische sammeln. Das war der Sinn dahinter. Weil, ne? Weil da müsste man nicht auf andere Teile der Insel, da könnte man dazwischen halt noch so ein paar kleine Teiche machen und so. Du musst dann einfach nur immer dich in diesem Viereck drehen, Dings. Und dann sollte eigentlich Tom Nooks Laden hinkommen, die Schneiderei sollte hinkommen, vielleicht Farmen sollten hier hinkommen. Also alles wirklich, was mit Geld zu tun hat. Das sollte alles hier in diesem kleinen Stück eigentlich passieren.
Aber das hat sich dann doch nicht so ergeben, wie ich wollte. Ich hätte da schon Lust drauf, weil zum Beispiel jetzt ist so eine Situation, wo sich das echt lohnen würde und ich muss diesen Zaun hier entfernen. Der hilft überhaupt nicht. Ich krieg gerade so eine Hitzewelle. Fischlein, Fischlein, Fischlein. Fischlein, 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 Fischlein. Das sind Evil 2. Gibt es anscheinend nur für die Entwicklung. Nur? Ist das nicht auch für die PlayStation 1 erschienen? Ja, Remaster natürlich. Warte mal. Ich weiß gar nicht, gab es da noch so. Irgendwas war damit. Oder war das auch Teil 3? Irgendwas war damit. Also bei Resident Evil habe ich aber auch echt nicht viel Ahnung. Ich habe mir da mal. Ich glaube, ich habe sogar eine Liste mir erstellt. Ich guck mal ganz kurz nach. Weil ich mache ja gerne so Listen für so Sachen. Und ich wollte gerne mal alle nacheinander mir holen, die es so gibt. Weil da gibt es ja auch für den Game Boy gibt es einen Resident Evil Teil. Ja, für den Game Boy. Nicht für den, für den Advance. Für den Game Boy. Und selbst für den Advance wäre krass, aber. Vielleicht was auf dem Color. Ja, geil. Moment, ich muss mal kurz auf dem anderen Bildschirm gucken. Ach so! Ich dachte jetzt. Nur Resident Evil 2 gibt es auf dem N64. Okay. Ich dachte schon. Weil für PlayStation war ich mir sicher, aber für andere hatte ich auch keine Ahnung. So. So. Da, Resident Evil Nintendo. Also das ist jetzt eine Liste, die ich habe. Die ist aber nicht... Die hat sich schon wieder auf dem anderen Bildschirm geöffnet. Was soll der Scheiß? Oh, wenn ich das auf dem einen Bildschirm anmache, dann soll es doch bitte auch auf dem Bildschirm erscheinen. So, jetzt aber. Genau, ich habe ich auch. Resident Evil 2 ist das einzige Spiel auf der N64. Dann kommt Resident Evil Gaiden. Das ist der Nintendo Game Boy Color Teil. Für die GameCube gibt es Resident Evil 1, 2, da gibt es auch 2, 3, 0, Code Veronica X. 4, Deadly... Ach nee, genau, bis 4 gibt's. Dann kommt... Das ist übrigens alles jetzt chronologisch. Dann kommt für den Nintendo DS Deadly Silence. Dann kommt für die GameCube nochmal Sense Anniversary Collection. Ich denke mal, da sind dann ein paar Teile drin. Dann gibt es... Und dann ganz viele für die Wii. Und zwar Resident Evil 4... Resident Evil 4 Wii Edition. Umbrella Chronicles. Resident Evil Archives, Resident Evil Zero und Resident Evil. Ist interessant. Da gibt es auch The Dark Side Chronicles und The Mercenaries 3D. Dann gibt's. Achso, Entschuldigung, das ist für 3DS und genauso wie Revelations ist für 3DS. Für die Wii U gab es nochmal Revelations. Ja, und jetzt kommt es für die Switch. Gibt es einmal Revelations, Revelations 2, Resident Evil 0, 4, 5 und 6. Und als Cloud Gaming, aber nur in Japan, das steht hier aber nicht drin, aber das weiß ich, kann man noch Resident Evil 7 spielen. Als Cloud-Version. Das kann man auch PS1 und PC. Okay, PC stimmt. Gibt ja noch PC. Ganz vergessen. PC ist total überbewertet. Wer sowas hat, ne? Falls das jetzt jemand falsch versteht, ich habe auch einen PC, also. Ist doch geklaut. Ah.
Da war letztens auch wieder bei N-Tower, war da wieder so Leute am Diskutieren wegen digital und physisch und so. Und wegen dem Abo-Modell ging das, glaube ich, von Nintendo. Und weiß gar nicht mehr, da war das irgendwie wegen, dass man das lieber physisch hätte, weil das Problem ist halt, wenn du es digital kaufst, dann hast du halt nur eine Lizenz. Also wenn es weg ist, ist weg. So. Und dann so, ja, wie, dann ist weg. Und dann so, ja, dann ist das Ding weg. Dann kannst du es nicht mehr spielen, weil das ist halt nur so lange verfügbar, wie halt die Server verfügbar sind. Und daraus ergeben auch nur noch so lange verfügbar, wie du es auf dem System hast. Obwohl, ich muss ja sagen, ich bin absolut gegen, dass Nintendo die ganzen Server schließt und so. Na? Aber ich bin echt froh, dass die... Das wird es doch anbieten, dass man die noch runterladen kann, seine Sachen. Also, du hast sie noch. Und du hast dort die Möglichkeit, die halt zu spielen. Also, da bin ich sehr glücklich drüber, dass das wenigstens so weit ist. Ich sammle mir übrigens schon Geld auf dem Guthaben an. Bei mir. Jedes Nintendo-Ding. Damit ich halt die ganzen letzten Titel, die mir noch fehlen, kaufen kann. Das sind hauptsächlich die ganzen DS-Spiele, ein paar DLCs sind das noch. Die von Arkham Origins hätte ich das gerne und von, ich glaube, Lego Marvel Super Heroes gab es noch. Das Switch ist das Problem, dass der Speicher zu wenig ist. Ich finde, es ist okay, Speicher, aber ich glaube, wenn du halt wirklich viel digital machst, was eigentlich auf der Switch echt profitabel ist, weil auf der, das ist halt eine mobile Konsole, was halt die meisten halt bestimmt auch nehmen, ja, es ist zu wenig. Also, jetzt, also ich benutze ja sehr viele Download-Spiele und ich habe auch mega viele Download-Spiele, aber die meisten, die ich halt wirklich, die Spiele, die lösche ich auch direkt. Aber ich bin jetzt tatsächlich auch an einem Punkt angekommen, wo ich sage, nein, der Speicher reicht mir nicht mal aus. Und ich habe da auch noch mal eine... Ich weiß, jetzt sagen Leute, ja, das ist ja klar, dass das zu wenig ist. Aber ich habe dort eine 8 GB SD oder 16 GB SD-Karte drin. Ja, ich weiß, es ist zu wenig, aber die Konsole hat auch nur 32 GB. Also, dadurch, dass du die physischen Spiele ja sowieso alle nicht viel Speicher benötigen zum Großteil, ist das dann eh irrelevant. Außer vielleicht die Spiele von Third-Party-Entwicklern. Naja. Aber ich muss echt sagen, wenn die nächste Nintendo-Konsole, also wie gesagt, ich finde es auf der Wii U und auf der Switch nicht schlimm, aber wenn die nächste Nintendo-Konsole wieder nur 32 GB hat, also dann komme ich auch nicht mehr damit. Also ich komme nicht mehr mit dem Verständnis, das wollte ich sagen. Also das ist selbst bei den anderen beiden Konsolen sehr kritisch. Braucht mindestens eine 128 GB. 128 wäre echt stabil, ja. Das größte Problem machen ja auch DLCs und so aus. Ich glaube, hätte ich keine SD-Karte drin, dürfte ich, glaube ich, aktuell gar keine, selbst keine physischen Spiele alle drauf lassen. Aber wie ich schon meinte, es ist halt, bei Nintendo hast du aber wenigstens das Glück, wenn du die im Laden kaufst physisch, dass du die dann halt auf der Konsole nicht so viel draufladen musst. Außer es sind halt DLCs oder es ist halt wieder so ein Kackspiel, was nur zur Hälfte auf diesen Karten ist, weil die keinen Bock hatten, die teureren Karten zu kaufen. Was ich auch nicht nachvollziehen kann. Naja. Und schon spielen wir das auch zu wenig. Ja, kommt halt echt auf das Spiel an, ne? Aber wie gesagt, das kommt aber auch, glaube ich, darauf an, wie du halt deine Sachen so speicherst. Es gibt ja echt Leute, die laden alles runter und dann, ja, jetzt nicht wundern sich, aber dann ist halt voll so, weißt du? Und es gibt und dann sagen die, ja, geht nicht mehr, ist kacke so. Und dann gibt es Leute, so wie ich, sag ich mal, die halt wirklich dann auch aufräumen. Wenn ich Sachen nicht spiele, dann archiviere ich die halt, ne? 64 Karte drin und das ist noch nicht so viel. Ich glaube, du kaufst auch nicht so viele Spiele, ne? Oder? Also das ein paar. Ja, also digitale Spiele habe ich ja einige. Ich habe ja Deponia, alle Teile, hier dieses Freitag der 13. Spiel, Yooka-Laylee, Sheltered, Octodad, boah, beiden, hier, wie heißt die Spiele? Irgendwas mit Sleep und Dead, keine Ahnung, wie der heißt. Oder Suicide Guy, Entschuldigung, Suicide Guy war das.
Die habe ich beide. Batman Telltale, Walking Dead Telltale. Aber so viele Indie-Spiele da drauf. Ist ja halt oft, wenn ich die für einen guten Preis sehe. Scott Pilgrim habe ich das Spiel ja endlich. Hast du kein Spiel, was 40 GB verbraucht? Gibt es ein Spiel, was 40 GB verbraucht? Für die Switch? Weil ich wüsste jetzt nicht, weil ich glaube, das höchste ist wirklich 32 und... Oder? Obwohl, wenn das DLC noch hat, dann könnte das schon hochkommen. Aber wiederum, das wäre ja echt dreckig, wenn du halt dir keine Speicherweitung holst. 13 Spiele. Generell oder digital? Also physisch habe ich, glaube ich, auch so über 15 schon. Ich habe keine Ahnung. Warum sollte ich? Ich will nichts von dir. Du bist kacke. So ein 10 Spiele habe ich aussortiert. Deine Kosten ist der größte Speicher. 10 Spiele, krass. Ja, physisch weiß ich gar nicht, was ich habe. Ich habe hier ein paar liegen. Splatoon 2, ja, Lego Star Wars, Skyrim, Animal Crossing, Mario Kart, Breath of the Wild, Hyrule Warriors, also, ja, Age of Calamity. Animal Crossing habe ich schon gesagt. Mario Odyssey, Binding of Isaac. Tetris 99. Sonst habe ich gerade gar keine Ahnung. Will bestimmt noch ein paar. Little Nightmares 1 und 2 habe ich noch. Mario's 4D Collection. Keine Ahnung. Ich habe keine digitalen Spiele. Gar nichts? Krass. Aber das finde ich cool. Also ich habe früher auch immer so gesagt, ich kaufe mir keine digitalen Spiele und eigentlich habe ich auch so... Eigentlich sage ich das auch so oft, aber dann fällt mir wieder ein, ach, du hast aber so viele schon gekauft. Das war schon bei der Wii U so, wo ich dann auch immer so dachte, nee, eigentlich habe ich gar keine gekauft. Und dann so, Moment, du hast aber dafür bestimmt schon 500 Euro nur für solche Spiele ausgegeben. Auf der Wii U habe ich echt viel Scheiß gekauft. Da habe ich auch mega beschissene Games. Naja. Und viele kaufe ich ja, weil ich mir irgendwie denke, oh, die streame ich irgendwann und dann streame ich die dich. Ach, Kacke, in dem Moment guckt der Fisch. Sind insgesamt noch so ein Speicher angekauft in einem Elektrofachmarkt. Ah. Das klingt doch ganz interessant. In dem Elektronikfachmarkt, wo wir heute waren, dort hatten die auch echt viele Spiele im Angebot für die Wii, Wii U und die 3DS. Also viele Spiele werden gerade dafür 5 Euro verkauft. Ach, schade. So leider halt nicht die Nintendo-Titel, weil sonst hätte ich heute sehr gerne mit Triforce Heroes mitgenommen oder sowas. Was ich mir vielleicht nächstes Mal mitnehme, wenn ich dort bin, ist Yokai Watch für den 3DS. Das würde ich sehr, sehr gerne mir mal holen. Und vielleicht noch Lego Star Wars 3 für den DS. Also ich weiß, ich spiele keine solche Spiele viel, aber ich denke mir für 5 Euro. Yokai Watch könnte ich da mal vernünftig ausprobieren. Ich hatte nur mal eine Demo gespielt und vielleicht ist das ja gar nicht mal so schlecht, wie ich damals in Erinnerung hatte. Kommen nicht Spiele und ich spiele ja auch hauptsächlich nur Animal Crossing. Ja,
Deswegen ist ja cool, dass man dann trotzdem so ein paar Spiele hat. Bei mir ist das ja auch gemischt. Also ich spiele ja... Metroid habe ich übrigens noch, fällt mir gerade ein. Ich spiele ja auch immer unterschiedlich. Eigentlich ja meist, worauf ich so Lust habe und... ich finde, ich spiele schon ein bisschen zu viel Animal Crossing. Weil ich sage ja immer, es wird ja auch gern gesehen hier und es ist auch immer entspannt und... Ja... Deswegen. Aber was ich gerne noch machen möchte, ist hier zum Beispiel auch Happy Home Designer weiterspielen. Oder Happy Home Paradise, wie es ja korrekt heißt. Also viele besondere Fische hatten wir heute gar nicht. Also schon ein paar, aber nicht so viel. Ich glaube, ich gehe jetzt auch wieder direkt zu Luminous. Ich gucke jetzt noch. Ja, nee, ich gehe jetzt direkt zu ihm. NBA 2K20 braucht 32,9 GB plus 5 GB freien Speicher und Systemspeicher. Das ist echt frech. Also sowas finde ich wirklich kacke. Okay, also gibt es dann doch welche. Krass. Das sollen sie mal mit mir machen. Ach, hier ist nichts mehr. Ich fand das nur krass. Es gibt ja auch eine Wii U, die nur 16 GB speichert. Oder sogar nur 8. Ich weiß es gerade gar nicht. Die weiße Basic-Version. Und du kannst mit der nicht Breath of the Wild spielen, weil die zu wenig Speicher dafür hat. Also du brauchst dort auch irgendwie nochmal einen Zusatzspeicher auf der Wii U. Übrigens auch mega vergessen habe. Und da gibt es ja auch nochmal einen DLC, ne? Achso. Ja, jetzt gucken wir nochmal. Fisch. Ja, und dann würde ich auch gleich langsam ausmachen. Und ich wüsste jetzt nicht, was man hier noch Interessantes machen kann. Mhm. Acht Gigabyte waren es und die waren Ladenhüter. Ja. Aber da habe ich auch, also ich fand dieses Konzept der Basic-Version mega cool. Ich habe sogar auch erst überlegt, ob ich mir das holen soll, weil, wie gesagt, die Idee ist geil. Das war ja dafür da, wenn du halt eine Wii hast, dass du dann halt du die ganzen Sachen von der Wii dort weiter benutzen kannst. Aber warum soll ich mir die Version holen, wenn die bei der Premium-Version so viel Werbung für gemacht haben, wie geil das Ding einfach ist? Besonders du hast dein Spiel noch beigekriegt, bei der Wii U, bei der Zombie U Edition hast du noch einen Controller beigekriegt, inklusive einen richtig coolen Karton. Ich habe die Version. Du hattest dort diese Aufsteller bei, die konntest du zwar separat kaufen, aber ja. Dann war die schwarz. Also, eine schwarze Konsole sieht schon ein bisschen besser aus im Regal als so eine weiße. Tasche voll. Also, da waren echt viele Nachteile einfach. Ach, und eine Sensorleiste war auch noch bei der schwarzen Wii U. Ja, ist es was gesagt bei mir? Im Moment darf ich mir noch Lebensmittel leisten. Für den Rest bin ich zu geizig. Und bei mir ist es gerade das Gegenteil. Ich kaufe wieder so viel Kacke, obwohl ich diesen Monat eigentlich gar kein Geld mehr habe. Ich muss jetzt auch am am Donnerstag müsste ich noch mal in den Comic laden, weil mein Bruder hat sich dort einen Comic, einen Manga bestellt. Das will er sich, das hole ich für ihn ab. Irgendwie Tokyo Revengers. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ist irgendwie gerade ein bisschen gehypt worden. Keine Ahnung. Obwohl ich höre davon auch nichts mehr. So irgendwie so ein Insider. Hoffe auch zu viel, ja. Ich weiß auch gar nicht, wo mein ganzes Essen hin ist. Muss dann mal durchgucken, ob ich da noch genug Essen habe. Für den Monat.
eigentlich schon. Der Monat ist ja auch gar nicht mehr so lang. Noch 2 Wochen halt, ne? Jetzt gucken wir mal hier unten. Zum Fisch? Nee. Schatten. Da ist aber ein Fisch. Der ist anders, habe 100 Euro für Essen und Reinigungsmittel und Kurs gegeben. Boah, mit 100 Euro komme ich im Monat überhaupt nicht zurecht. Also ich muss im Monat mindestens 200 bis zu 250 für so diese ganzen Haushaltssachen, also Katzenfutter und Lebensmittel ausgeben. Eher 200. Deswegen rechne ich da meist so 5 Euro am Tag. Ja, ich weiß, es ist nicht dasselbe, aber... Bei 5 Euro am Tag ist ja eigentlich eher... 5 mal 10 sind 15, 150. Also 150 ist, glaube ich, echt das Minimum. Aber dann kommen halt oft auch noch Kleinigkeiten dazu, ne? Sowas wie, weiß ich nicht. Also was Süßes zu trinken, mal eine Cola oder mal ein, weiß ich nicht, ein Eis oder solche Sachen halt. Oh, kurz Konzentration. So viele Fische ist das hier gar nicht mehr. 1, 2, 3. Makrele habe ich noch. Noch mit. So, dann packe ich das gleich nur noch in die Tasche. Hier die große Kiste. Und dann gehen wir eigentlich. Das machen wir auch aus. Oh, hi, Kitiara. Na? Brauche mich auch zu zügeln. Die 200 Euro brauche ich auch. Ja. Bin schon teuer unterwegs. Es geht. Es geht. Also ich kaufe mir selten mal Sachen, wo ich wirklich sage, yo, das ist teurer, als es sein müsste. Auch maximal 150 Euro zum Essen und Katzenfutter und so. Krass. Komm damit überhaupt nicht zurecht. Und ich kaufe mir auch zwischendurch diese Veggie-Sachen zum Beispiel. Der kosten ja auch so 2 Schnitzel, 2,50 ungefähr oder so. Esse ich zwar 2 Tage von, aber ich sag mal, dazu kommt ja, da esse ich ja dann noch Kartoffeln oder so. Die kosten ja dann auch nochmal 2-3 Euro. Okay, von so einem Beutel esse ich dann ja auch mehr. Aber ich sag mal, 1 Euro jetzt für dafür und vielleicht noch ein Gemüse. Dann bin ich ja auch wieder pro Tag so bei 2,50. Nur für das Essen. Ja, und dann kommt er halt, ja, Katzenfutter kommt noch dazu. Das ist auch nochmal so 20 Cent. Nee, das ist ja doch so 20 Cent, 30 Cent circa. Mit Trinken vielleicht noch für mich so 3 Euro. Und dann noch Frühstück, was dann auch nochmal 1, 2 Euro sind. Ne? Also es kommt schon hin. Da kommt es auch immer drauf an, was ich esse. Mal 2 Schwimminsekten. Ist ein Weg im Weg. Was? Was? Weil das kommt aber auch wirklich auf die Tage an, aber ich habe das meist so halt. Aber es kommt auch generell drauf an, was ich esse. Also esse ich zum Beispiel auch, ich sag mal zum Beispiel einen Kartoffelauflauf oder so, dann ist das gar auch nicht so, obwohl es geht. Da kommt ja auch wieder, da fassen wir ins Pack, ich sag mal 1 Euro Käse, 2 Euro diese Soße, dann sind es ja auch wieder 3. Vielleicht mal 1 Euro für die Kartoffeln, auch wenn es weniger sind, aber ich sag mal 1 Euro. Vielleicht noch mit der So, ich mache noch eine Sahne rein, dann sage ich mal, was auch nochmal 1 Euro. Dann sind wir schon bei 4. Dann 2 Euro eigentlich für jeden Tag so. Was müssen wir mit 150 Euro zu bleiben? Ich habe keine Ahnung. Kenne auch, glaube ich, keinen. So, wenn ich meist mit Leuten rede, sagen die mir auch immer, dass die mindestens 200 Euro im Monat brauchen für Lebensmittel und so anderen Kram halt.
Also für Tiere und für, weiß ich nicht, mal eine Packung Zahnpasta oder so. So. Ich kaufe keine Markenprodukte. Ich kaufe auch keine Markenprodukte. So gut wie gar nicht. Selten mal. Und wenn dann nur im Angebot. Also ich kaufe auch meistens fast eigentlich, oder ich sag mal so ein Drittel von dem, was ich kaufe, sind nur Sachen, die im Angebot sind. Vielleicht sogar mehr. Naja. So, genau, wir machen jetzt erstmal Animal Crossing aus und dann würde ich sagen, dann schauen wir jetzt erstmal, was wir noch machen. Wir können ja noch ein bisschen quasseln. Und dann gucken wir mal. So, war jetzt mal Animal Crossing. Und wie gesagt, jetzt schauen wir, was wir noch machen. Ja, war aber lustig. Also ein paar Kleinigkeiten.